Willkommen zurück zu Let's Play WoW mit unserem Hordejäger. Ja, ihr habt es gesehen in der letzten Folge. Haben wir das Schiff soweit geklärt. Wir haben den Rüstungsmeister besiegt. Aber hier soll ein Schatz sein und ich finde ihn nicht. Aber das soll jetzt auch nicht mehr weiter schlimm sein. Wir machen jetzt einfach weiter. Hier gibt es eine Aufgabe abzugeben. Was wir auch erledigen werden. Hinter diese Tür. Dann werden wir ihn gleich mal befreien, den guten Kollegen. Ich brauche ein Ziel. Preis den Lohr der Könige. So, zack. Und weiter geht's. So, sehr schön. Was? Beseitigt zu Kommt Streitkräfte. eben Okay. euren Pfad. Wo sollen wir die denn? Wir folgen euch einfach mal. Okay, da können wir die hier oben auch besiegen. Das ist okay. Da werden wir mal 10 von denen noch besiegen. Die Armee von ihr mal ein bisschen dezimieren von ihnen. Ich muss zuerst etwas Ist er einfach anvisieren. stehen geblieben? Was ist denn jetzt los? So, und zack. Aber könntest mir ja mal in den Kommentar schreiben, wie ist euer Add-on-Start Ich habe verlaufen? kein Fangt ihr Ziel. erst jetzt an? Also, das heißt jetzt, also am Mittwoch, am Dienstag oder habt ihr nachts Ich reingezockt? muss zuerst Könntest etwas ja mal in den Kommentar anvisieren. schreiben. Das würde mich mal interessieren, wie ihr den Start von Battle of Azeroth erlebt habt. Oder was eure Erfahrung ist. Ist das euer bester WoW-Add-on-Start? Zur Legion fand ich auch gut, lief auch super. Dieser Start ging auch super. Ja, da kann man eigentlich nicht meckern. Ich brauche Man ein kennt Ziel. andere Addons, Ich da war habe der kein Start Ziel. echt miserabel. Wir kennen bestimmt auch noch so einige. So. Brauchen wir nochmal 6. Zählen die auch draußen? Nein, die müssen auf dem Schiff sein, ne? Okay, dann müssen wir nochmal kurz runter. Er zeigt aber an, dass der Schatz unten ist, ne? Zeigt an, dass der Schatz. Hier soll der Schatz sein. Ich weiß es aber nicht, wo der sein soll. Können wir die nochmal besiegen und dann können wir ja nochmal kurz gucken. Hier soll ein Schatz sein. Das ist die große Truhe? Nein. Ich sehe ja nichts. Ich sehe hier gar nichts. Da geht es vielleicht noch eins weiter runter, was ich nicht glaube. Ja, komm, ich besiege mal noch. Du bist der Letzte auf unserer Liste. Da haben wir unsere 10 Gegner besiegt. Oh, das war Ich muss dazugekommen. zuerst etwas anvisieren. Zack, da kommt schon Ich wieder brauche ein einer. Ziel. Respawning oder was, nachdem wir so euch gerade alle gekillt haben. Ich habe kein Ziel. Sehr schön. Gut, und dann können wir wieder hoch. Hoch und hier raus. Dann können wir aufmounten. Dann werden wir uns irgendwann mal später den komischen Schatz holen. Ich weiß es nicht, wo der sein soll. So, dann müssen wir hier runter. An euch gehen wir vorbei. Hier soll wieder irgendwo was sein. Ach, das ist diesmal nicht so ganz so doll getarnt. Das können wir uns holen. Sehr schön. Da geben wir die Aufgabe ab. Fliegt mit Paku. Tötet Kriegswächter und entzündet das Signalfeuer. Paku Okay. schütze euch. Das hört sich gut an. Das werden wir wohl machen. Okay. Da müssen wir bestimmt hier hoch. Ihr werdet mir als Sklave dienen. Ach, wir werden hier gar nicht dienen und vor allem jetzt gerade. Was ist denn los bei dir? Ich muss zuerst etwas anvisieren. Wir werden keine als Ich Sklaven muss dienen. näher heran. Wo bist du denn so? Ey, das geht ja gar nicht. Ich habe kein Ziel. So, und weiter geht's. Zack.
vor mir. Ich brauche ein Sturm. So, da ist der König. Oh, nehmen wir mal. Ich bin die Verkörperung der Macht. Der König, der Kriegsfürst, oder? Kriegsfürst, genau. Er ist nur ein Kriegsfürst, kein König. Gut, auf 3 könnten wir es eigentlich locker festhalten. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Bricht. So, und das Signalfeuer sollen wir doch entfachen. Wow. Sehr schön, davon machen wir direkt mal ein Foto. So. Und dann können wir die Aufgabe hier oben direkt abgeben. Was wollt ihr von den Sandalari? Untersucht die Waffen. Waffe. Die Chuka Sandala. Na, und es geht weiter, unser Flug. Dann gucken wir, wo uns jetzt hinbringt. Ach, zu der nächsten Insel. Okay. Untersucht die Waffe. Vernichtung der Waffe. Okay. Ja, hier ist auch noch ein Flugpunkt, ne? Hier waren wir auch noch nicht. Suche Außenposten. Okay. Ja. Das ist auch echt riesig, dieses Land, ne? Hier sieht man noch gar nichts. Okay. Oh, wir sind schon da. So, erstmal den Flugpunkt. Das ist schon mal gut. Können wir mal aufmounten. Ein bisschen den Steg runter. Dich nehmen wir natürlich mit. Aber dann können wir hier bestimmt gleich wieder hoch. Den Verräter werden wir nochmal kurz massakrieren. Ich brauche ein Ziel. Das läuft. Wo willst du denn hin? Ich bin außer Reichweite. Was ist denn mit dem los? Der ist ja total aggro. Was kommt denn auf uns so zugelaufen? Ich habe kein Ziel. Okay, können wir die Aufgabe schon wieder abgeben. Das war aber auch schnell. Das ging relativ schnell. Was hat euer Aufenthalt für einen Zweck? Ich diene den Sandalari. Okay. Das Signalfeuer sollen wir entzünden. Ah, das ist da oben. Das ist zu weit entfernt. So, Signalfeuer. Ich bin außer Reichweite. Und entzündet. Können wir mal wieder ein Foto machen, ne? Und noch ein Foto. Sehr schön. Haben wir mal wieder ein paar Fotos. Und jetzt gehen wir wieder zum Hafen. Sehr schön. Dann können wir die Aufgabe gleich mal abgeben. Hier ist bestimmt. Weiß nicht, wo das hier hingeht. War hier ein Stein? Nee, doch. Versammlungsstein. Bestimmte Instanz ist das. Da müssen wir mal gucken, was das genau ist. So, wir können die Aufgabe hier abgeben. Ahoi! Ihr seid es. Mast und Schotbruch. So. Okay, danke dir. Also wir haben die Signalfeuer entfacht und wir sind würdig für den Kampf. So, jetzt werden wir mal zu Pestrufer. Mal gucken, was da als nächstes kommt.
Oh, hier ist das Schiff von Sylvanas. Ah, das sieht auch so genauso aus wie ihr's. Champion. Raus damit! Geht mit Gaun und. Wir haben eine Elite-Einheit zusammengestellt, die Aufträge der dunklen Fürstin ausführt. Garona, die Halborkin, befehligt die Gruppe. Ihr werdet ihr helfen, diese Aufträge durchzuführen. Garona, Champion, die kennen wir doch. Folgt mir. Verschwindet. Ich will nur auf eine Mission, okay. So, machen wir mal ein Foto mit Garona, würde ich sagen, ne? Was ist denn jetzt los? So, drehen, hinsetzen. Okay, das war's mit dem Foto. So. Dann schicken wir die Gute mal los. Wie lange dauert die? 2 Stunden. Was können wir denn hier? Wenn Aspekt der Schildkröte tief ist, na, das brauchen wir nicht. Wenn ihr Schaden erleidet, werdet ihr dieser Effekt kann. Das ist okay. Hier eigentlich auch. Eine mit Stufe 8. Stufe 7. Okay. Das haben wir erledigt. Die Aufgabe ist unterwegs. Verwendet den Kampagnenkarte, um Coolness einen Stützpunkt auszuwählen. Okay. Bewegung. Meine Königin. Sind alle Vorkehrungen getroffen? Ja, Herrin. Die Klagelied ist jederzeit bereit zum Auslaufen. Gut. Ihr werdet zusammen mit unserem Champion eine geeignete Stelle für einen Brückenkopf finden. Wie ihr befehlt, Kriegshäuptling. Führt meinen Auftrag aus und erstattet mir Bericht über euren Fortschritt. Wir werden euch nicht enttäuschen. Sichere Reise, meine Fürstin. Okay, Sylvanas hat uns gesagt, wir sollen das machen. Dann machen wir das mal. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Sonst überstreiten wir wieder die Länge. Und ich habe gemerkt, ihr mögt fast die kürzeren Folgen lieber als die langen. Deswegen sage ich jetzt schon mal auf Wiedersehen. Bis morgen. Bei Let's Play WoW mit dem Hordejäger bei Burgrim LP. Ich sag danke fürs Zuschauen. Feedback dalassen bitte. Und auf Wiedersehen. Tschüss.